Liebe Poke von der Obito wieder hier und ja, selbes Team, aber ich habe das Team mal umgestellt, dass Kobayashi vorne ist. Und mal gucken, wie das so klappt. Vorher hatte ich ja Quajitsu vorne. Aber jetzt haben wir das wunderschöne, starke Kobayashi vorne. Vielleicht das eine oder andere Sandama vorne zu erwischen. Mal gucken. Gnadaf Ashley. Oh, Scalacock ist fies. Aber wir können einmal zutreten und rüber. Er geht rüber, ja. Tetoxa ist okay. Okay, seine beste Antwort ist Tentoxa. Interessant. So. Im Gleichschlag, perfekt. Ich glaube, der Gegner muss eh einmal. Ah, nee, der muss nicht chillen. Glaube ich. Der Gegner muss, glaube ich, nicht chillen. Das Niederwasser ist okay, überlebe ich. Keine Senkung, das ist schon mal gut. Wir machen einen Aquadurchstoß, vielleicht macht das trotzdem mehr Schaden. Habe ich zwar nicht. Ja. Können wir uns leider nicht holen. Aber wir dürften mit Dritten runterfahren können. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Schlecht ist, dass er noch eine Attacke schafft. So, jetzt rechne ich eigentlich mit Schild. Wir haben keine Senkung gekriegt. Ja, wir haben ihm einen Eschern geschenkt. Das ist aber okay. Wir kriegen Schild, ja. Hier rein. Du hast Säusespitze. Das ist nämlich ultra nervig. Und einfach aus. Wir gewinnen aber einen Ladeattackengleichstand. Ja. Ich habe eine Idee. Und er geht auf Wirbel. Okay, interessant. Ich glaube, das verlieren wir. Oh, ich habe mich an der Bubbles getroffen. Ja, und ich kann nicht runterfahren. Schade. Ah, oh, ich habe nicht alle Bubbles getroffen. Daran lag es, dass der Gegner nicht draufgegangen ist. Ja, hätte ich rübergehen sollen. Ah, Aquabitze, die scheppert noch. Das ist sehr gut. Quajutsu ist strong. Ja, Quajutsu hat hier gut reingehauen. Auch wenn wir die Führung verloren haben. Das war cool. Quajutsu strong. Ah, ist auch kein Wunder, das spielen halt auch viele Quajutsu. Vielleicht begegne ich auch ein Quajutsu in der Führung, das ist ja auch nice. Giratina ist nicht so nice. Ich gehe hier in Tektas. Eine Antikraft überlebe ich auf jeden Fall. Ja, hat er natürlich. Aber schön die Fee rauszulocken.
Senko ist wichtig und richtig. Schafft leider nur noch die Attacke. Oh, weggeholt. Perfekt. Das ist vollkommen in Ordnung. Den Wechsel habe ich. So. Quajutsu haben wir. Antikraft, ja. Ja. Mr. Boost, ist klar. Giratina, Mr. Boost. Ah, er schüttet jetzt schon. Das ist sehr gut. Ich klopp hier alle Schilde rein. Glaube ich. Ja, Giratina ist nervig. Ja, wir kriegen zwei Nachthiebe raus. Jetzt sollte ein Schild kommen. Oh, wir kriegen auch den Boost. Sehr schön. Das heißt, Giratina ist weg. Was kommt rein? Trombor! Ja, das wird wehtun jetzt, der Nachthieb. Okay. Okay, den Kampf haben wir uns auch gut. Also ja, Kubayum vorne klappt auf jeden Fall irgendwie besser. Quajutsu hat hier aber auch in dem Kampf wieder richtig gute Arbeit geleistet. Aber hier haben wir auch die Attacken sehr stark getimed. Boost war lucky. Ich glaube, auch ohne Boost hätte man Giratina mit Nachthieb besiegt. Oh, da gehe ich auch hier rein. Ja, den Wechsel kann ich mir holen. Schilder die erste. Bitte geh auch stellen, kann ich perfekt. Danke. Jetzt müsste ich mir eigentlich theoretisch holen können. Mal sehen, ob ich noch vorher zum Aeoas komme. Ah doch, komm ich. Wechsel ist mir schon wichtig. Ja, dann habe ich Quajutsu gegen Apoquatyp. Und vielleicht habe ich was mit Kobayum gegen was Schwaches. Okay, ja. Das ist in Ordnung. Das, ich glaube, der Kampf ist machbar. Oh, im Gleichstand, okay. Kresse kriegt auch gut Schaden. Gleich. Im Gleichstand, perfekt.
macht ein Nachtdieb. Ja, macht guten Schaden. Ich glaube, den Kampf sollten wir eigentlich auch haben. Ja, Spukball würde man sogar nochmal übernehmen. Das ist Surfer. Kriegt sogar zwei Nachtdiebe hier noch raus. Ja, den Kopf sollten wir auf jeden Fall in der Tasche haben. Und der kann nicht runterfahren. Er muss die einsetzen. Kobayo überlebt einem im Hundgewalt locker, glaube ich. Sogar, ich würde sagen, sogar fast zwei. Aber wir doppelkicken runter. Erstes Set schon mal positiv, das ist schön. So. Kobayo. Macht sich in der Führung eigentlich gut. Aber auch wenn wir die Führung verlieren, wir holen uns das eigentlich recht gut zurück im Moment, die Kämpfe. Lord Lewis Battle G. Stalos ist schon mal unser Lied, das ist schön. Wir setzen gleich ein. Wir kriegen vielleicht ein Schild. Nein. Ja, hier machen wir Steinkante. Ah, wobei ich hätte gar nicht einsetzen müssen, ne? Aber ich glaube, wir holen das Sanktus zurück, oder? Ah, eine Haubitze, sage ich, überleben wir. Gut, dann können wir raus. Er hat hier nichts Effektives. Schädelwurme dürfte das noch nicht sein. Das ist ein Aqua. Ja. So, ein paar Punkte. Ah, schade. Ich hätte ein bisschen mehr aufladen können. Ach, vielleicht hätte ich auch besiegen sollen. Ne, das will ich jetzt chillen. So. Du musst trotzdem chillen. Okay. Ja, hier brauche ich Breitseite nicht respektieren. Wir haben immer noch Energie drauf hinten. Hallo. Ne? So. Turtok. Turtok hat auch nichts gegen Quajutsu. Und auf was legst du? Okay, ja. Ist ja gut. Sehr brutal hier. Interessant. Boah, Alter, das wieder aus. Ja. Schade. B
Boah, sehr peculiar ist noch einmal eine Familie. Ja, ich muss es schön. Ich hoffe, dass ich vielleicht eine Flora überleben könnte. Glaube ich zwar nicht, aber. Ah, die Flora wird schmerzen, oder? Ich mach die fast alles bestimmt, ne? Oder alles? Alles. Boah. Obwohl Serpi Royal sehr defensiv ist, habe ich das noch verloren, ja, weil Kobayum zu weit runter war. Hätte Kobayum mehr Leben gehabt, hätte man den Kampf hier geholt. Krass. Mit Serpi Royal hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hier in der Hyperliga. Ja, das hätte ich nicht mehr machen können. Mit Quajutsu habe ich keine Flora-Statue überlebt. Vielleicht hätte ich mich auch nicht runterfahren sollen, sondern gleich erst mit Quajutsu. Dass ich wenigstens den Nachthieb noch rausbekomme. Nehmen wir uns etwas Energie. Glaube, zwei Tritte mache ich noch. Schade. Ja. Aquaobitzo oder Erdbeben, ne? Schlammwo glaube ich nicht. Ja. Und wir haben Glurak ausgelockt, das ist gut. Schild ist da. Ach, er geht bestimmt auf Drachenklau, oder? Ja, das war so klar. Und er gewinnt den Gleichstand, ne? Oh ne, das sehe ich jetzt nicht ein, zu schön. Shit. Ich hätte es sofort einsetzen müssen. Wir pusten jetzt das Glurak weg. Glurak ist weg, schön. So, was kommt rein? Hallo, was kommt rein? Kresse! Ja, ich glaube, eine Attacke mache ich noch und dann gehe ich in Kobayum. Ja, hier stehe ich nicht. Ich glaube, ich gehe sofort auf die Attacke. Ja, weil ich wusste, dass er in Subpex wechselt. Oh, yes. Draufgehen lassen. Ja, aber ich sehe immer noch nicht, dass ich das. Oh, Erdbeben, perfekt. Ah, ich hätte mehr Farben gebraucht. Wobei. Wie viel macht der? Ja, doch. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Wenn ich zwei Nachthiebe rauskriege, dann gewinne ich das. Strauchler, ja. Ja, ist gewonnen. Er nochmal ausgeholt. Boost hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber Quajito zeigt wieder, wie stark es hier ist. So. Aber auch ohne Boost hätte ich ihn jetzt mit dem Nachthieb rausgenommen. Ja, ne, Quajutsu spammt. Quajutsu ist echt ein Spammer. Oh! Seht euch das an, Shiny Darkrai. Das geht von mir natürlich Superball. Komm, flieg in die Mitte. Darkrai, komm. Liga gönnt.
Aber du musst in die Mitte fliegen und außerdem bist du hier nicht, ne? Ja. Och komm, jetzt fliegt er weiter. So schnell. Oh, er bleibt gleich drin. Gut. Schönes Shiny. Nimmt man gerne. Leider nicht annähernd ein Hunderter. Genau, 2568. Sehr schön. Und gehen in den nächsten Kampf. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich so in der Hyperliga generell spielen soll im Moment. Weil man teilweise echt gut gekontert wird. So gegen Jelly 35. Boah, Dragoran ist auch mies. Es ist leider auch ein Krypto. Okay. Ja, ich habe eine Idee. Ich will eine Wasserdüse abkriegen. Oder Aquador Durchstoß, je nachdem. Und dann kann ich in mein eigenes Tektas gehen. Wir haben eher Abschwächung gekriegt. Ja, das ist mir tatsächlich egal. Mal sehen, ob du Aeroas überhaupt hast. Kreuzschere. Mein lieber Freund Garados dachte, das sei nicht so gut. Ah, du gewinnst den Gleichstand, ne? Ah, ich muss hoffen, dass ich die Kreuzschere lebe. Ja. Das heißt, wir kriegen zweimal Aeroas raus. Leider könnten wir uns den Wechsel nicht holen. Leider haben wir den Gleichstand verloren. Okay, du hast Kreuzschere, ne? Wir setzen hier gleich ein. Weg ist er. Dracoran. Ja, ich gehe hier rein. Ja, ich habe zwei Schilde. Drüben habe ich eine Steinkante geladen. Und geweiht. Ne? Oh, der kriegt die Abdeckung. Das ist natürlich ärgerlich. Aber ist auch nur fair, wenn man da auch den Boost kriegt. So. Och, lass Dragoran doch drauf gehen. So. Dragoran ist weg. Das Problem ist, zwei Steine reichen nicht aus. Im Gleichstand, okay. Ja, das Problem ist, wir kommen bestimmt nicht rechtzeitig zur Sanktuklinge, oder? Was meint ihr? Sanktuklinge würde dann reichen, glaube ich. Oh ja, würde. Oh, der Doppelkick hat sogar schon gereicht. Sehr schön. Ja. Haben wir auch gut hingekriegt. Trotz, dass wir gegen Kapokime am Ende waren, haben wir das mit Kobayum und Quajutsu Action gut hingekriegt. Der Gegner hat auch nicht eingesetzt. Warum auch immer. Er wollte runterfahren. Boah, Kresse. Ich warte hier sogar, bis er einmal einsetzt, weil Mondgewalt wird echt nicht viel machen. Wir haben gut Energie.
Und da gehe ich, tag das. Und er natürlich sehr. Aber wir haben eine 4 rausgelockt. Wir haben eine Fee rausgelockt, das ist super. Shit ist da. Eine Absenkung wäre schön. Danke. Ich glaube, jetzt kann ich auch auf Aeoras gehen. Zum nächsten Aeroas werde ich nicht kommen. Okay. Ja, nervig. Aber das Vieh ist weg. Wir gehen jetzt rüber. Ein Strauchler werden wir doch überleben, oder? Ich hoffe, das war die Mondgeweiht jetzt schon. Oh, ich hätte die Mondgeweiht so gerne Schild, ne? Schnell weg damit. Gutes runtergefahren kann er nicht. Das heißt, wir müssen zwei Nachthiebe schaffen. Und Gewalt ist da, ja. Ich mach Nachthieb, kriege ich den Boost? Nein. Aber ich weiß, dass ich gegen Christian ja den Gleichstand gewinne. Deswegen gehe ich hier auf Steinkante. Und damit hat das der Gegner jetzt auf jeden Fall verloren. Nachthieb wird ausreichen. Ja, hier kannst du gerne einsetzen. Das ist mir egal. Meine Wincon ist Quajitsu. Auch Undertap bringt dir hier gar nichts. Falls das einer Tab war. Ja, da war der Gegner jetzt Tatsache mit dem Rücken zur Wand. Da kam man nicht mehr raus. Ich habe Quatsch so noch aufgehoben. Ah, das Team in der Reihenfolge ist klasse. Mit Koibarium vorne, dann einfach die beiden anderen hinten. Das funktioniert eigentlich recht gut. Tachos Lokos. Ist der nächste. Viridium ist das gesamte Team doof. Eins, zwei, drei. Ah, ich glaube, das ist ein Kampf, den wir verlieren werden. Drei. Rüber. Schade. Ja, du kannst es hier gerne einsetzen. Das ist mir egal. Laubklinge stecken wir eigentlich recht gut weg, würde ich sagen. Und Schlaraffel, ja. Okay. Schlaraffel ist aber nicht schlecht. Wir müssen ja auch auf Viridium einfach nur Schaden kriegen. Oh, es wäre so spitze, wenn ich hier noch mit rauskommen würde. Schilde sogar hier, blaue. Ich
Rüber. Abfangen, ja. Ich hoffe, ich krieg mal langsam Schild. Ja, perfekt. Nein, ich schöne nicht. Probei muss weg. Oh, ich hatte Ayoras noch gar nicht. Okay, Viridium ist weg. Perfekt. Ja, das ist mir egal. Vielleicht kann ich hier mit Quajutsu sweepen. Wenn Viridium weg ist. Ja, lass ich durch. Mal gucken. Body Slam tut etwas weh. Er muss so oder so schön. Er wird den ersten schön. Ja. Ja. Wir verlieren ein Ding. Ah, er macht leider zu viel Schaden. So, wir gehen hier wieder auf Nachtdieb, der reicht. Und der Nachtdieb sollte jetzt auch reichen. Wir sind einmal geboostet. Und? Reicht, ne? Ja, und wir kriegen nochmal den Boost. Wir sind dreifach wieder geboostet. Ja, langsam komme ich mit diesem Team hier richtig, richtig gut klar. Hier haben wir doch gar nicht verloren. Obwohl ich das dachte, dass ich jetzt hier gegen Viridium auf jeden Fall verlieren werde. Aber es ist nicht passiert. Und wir haben jetzt noch zwei Kämpfe. Ja, vielleicht bleibe ich bei dem Team jetzt. Umbron BK. Quappo, Quappo ist übel. Ja, Quappo ist so für mein Team so ein so Corebreaker. Aber wenn wir Schaden auf Quappo kriegen. Ja, wir brauchen einfach eine Schaden auf Quappo. Im Gleichstand, perfekt. Quappo hat natürlich echt extrem viel Energie. Ja, Antikraft und eine Drachenklau werden wahrscheinlich ausreichen. Ja. Ah, schade. Nach dem Gleichstand. Ja, ich muss Quajutsu gehen und runterfahren versuchen. Ja, das ist egal, ich schilde nicht. Ah, Mist. Ach, der geht auf Ice-Deep, okay. Ice-Deep überlebe ich aber.
Das heißt, ich gehe hier auf einmal Nachthieb und dann Aquahaubitze. Oh, der Schädel. Und er schildert einfach nicht, ne? Ja. Siehe, was er. Das war ein guter Schild, aber den Kampf verlieren wir. Quappo ist auch übel. Oh, Trombock hinten, ja. Ja, er braucht nicht mal Schäden. Oder schildert er jetzt? Oh ja, Schild. Ein Schild kriegen wir wenigstens. Ja, Krypto Quappo ist übel. Krypto Quappo ist strong. Sage ich so, wie es ist. Gerade mit Konter ist Quappo echt nervig geworden. Und mit Eisieb und Siedewasser. Okay. Arsch. Schade. So. Ah, das ist Krypto. Okay. Ja. Wir müssen trotzdem noch mal zu der Aqua kommen. Echt nicht? Oh, da hätte ich Nachthieb gedrückt, ne? Dann hätte ich Nachthieb gedrückt. Das Vieh ist weg. Das ist schön. Rüber. Ja, ich glaube nicht, dass wir es noch gewinnen können. Also. Ja. Oh nein. Oh nein. Wechsel wäre so wichtig gewesen. Ja. Ha, das Vieh ist noch eklig hinten. Das Schlimme ist, ich brauche 4 Steinkanten jetzt. 4 Steinkanten, wie soll ich das hinkriegen? Wahrscheinlich sogar mehr. Mal gucken. Kick 1. Aeroas macht nicht viel. Er schickt uns zurück Züge. Nächster. So, Steigkarte 1. Ja. Ah, schade. Ja, das ist ein Surfer, ne? Ja, ich brauche Steinkante. Ah, da kommt schon der Surfer. Wie viel macht der? Aber Surfer ist jetzt nicht so strong, ne? Ah, macht bestimmt. Ah, die Spukball sogar. Spukball. Okay, er hat Spukball. Da war Surfer vorhin auf jeden Fall ein Köder. Ja,
Aber immer ein 3-2. Kann ich auch mitnehmen. Oh. Leider nicht nochmal ein Darkrai. Schade. Aber man kann sich ja auch nicht alles wünschen. Also wünschen schon, aber ne, alles kriegen meine ich. So. Und wir holen wieder Punkte. Das ist schön. Das war heute positiv heute. Ich glaube, ich bleibe erstmal so bei dem Team. Und für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein. Bis nächstes Mal. Ciao.